Hallo, hier ist Christoph von TapTech.de und das ist das Video zum Test des Samsung Galaxy Note 10.1. Ja, man hat lange auf das Gerät gewartet, endlich ist es hier und wir haben es auch jetzt schon ausführlich getestet und wir möchten euch hier jetzt an unsere Ergebnisse zeigen und wir machen auch ein eigenes Studenten-Special, denn wir haben sehr viele Anfragen von Studenten erhalten, wie es sich jetzt mit dem Arbeiten macht, mit den Notizen aufnehmen oder Formeln schreiben, mit PDFs bearbeiten und so weiter. In diesem Video werden wir das Ganze natürlich auch kurz angehen, aber natürlich nicht so ausführlich wie im Studenten-Special. Dazu geht ihr einfach dann auf unseren Testbericht auf taptech.de, beziehungsweise in unserem YouTube-Channel findet ihr auch dann das Video. Dies natürlich dann auch gleich abonnieren. Zum Gerät selbst, 699 € kostet das Ding hier mit 3G, dann 16 GB internen Speicher, bekommt natürlich einiges an Hardware geboten, aber für den einen oder anderen zu viel. Es gibt natürlich auch die Wi-Fi-Only-Variante, die kostet 599 €. Man kann hier auch etwas Entwarnung geben, denn wie ihr dann bestimmt auch schon gesehen habt, fallen die Preise natürlich etwas. Inzwischen bekommt man die 3G-Variante für 599 €, also schon mal 100 € weniger. Und die Wi-Fi-Only-Variante dann für 499 €, beziehungsweise 519 €. Preis werden vielleicht noch etwas fallen und dann ist das wirklich ein sehr, sehr interessantes Gerät. Denn vor allem der integrierte Stylus, den wir hier auf der Unterseite integriert haben, ist sehr praktisch und funktioniert wirklich ausgesprochen gut. Ansonsten fangen wir am besten mal an mit den technischen Daten. Ein 8,6 mm dünnes Tablet, sehr sehr leicht, nur 569 Gramm und kann man somit auch gut in einer Hand halten. Fällt überhaupt nicht schwer, auch nach längerem Arbeiten hier mit dem Gerät oder Film schauen. Praktisch ist vor allem die Position hier des S-Pens, denn die meisten sind Rechtshänder, halten das Gerät in der linken Hand und bedienen das Tablet dann mit der rechten Hand oder mit den Fingern. Und so kann ich das Gerät halten und während dem Arbeiten gleich mit dem S-Pen weitermachen. Also das geht dann quasi in einem Zug, wirklich sehr praktisch. Und hier gut, dass Samsung mitgedacht hat. Der S-Pen geht auch schön ins Gehäuse, bleibt dort auch fest. Also er fällt jetzt hier nicht irgendwie heraus oder sonstiges, wackelt auch nicht. Hier von der Verarbeitung sehr gut, gleich wie der Rest des Geräts. Kein Aluminium, sondern Plastik, wie man es vielleicht vom Samsung Galaxy Tab 10.1 schon kennt oder 10.1n, je nachdem. Dafür gibt es keine Empfangsprobleme. Wir haben eigentlich bei allen Signalen, also GPS, 3G, Wi-Fi, sehr gute Signalwerte erhalten und waren auch sehr zufrieden. Ja, von den Anschlüssen her gehen wir am besten um das Gerät. Auf der Unterseite haben wir hier den typischen Samsung-Dock. Dann haben wir hier auch ein kleines Mikrofon. Auf der linken Seite befindet sich nichts. Auf der oberen Seite haben wir hier den On-Off-Button, Lauter-Leiser-Button, sowie hier einen Micro-SD-Slot. Gott sei Dank, auf das hat man ja schon lange gewartet. Das heißt, hier kann der interne Speicher leicht erweitert werden. Weiteres haben wir hier als Überraschung eine Infrarot-Fernbedienung. Das heißt, hiermit könnt ihr euren Fernseher, euren Satellitenreceiver oder Heimkinoanlage oder sonstiges bedienen. Sehr praktisch, nettes Feature. Dann hier noch der Audioanschluss und hier bei der 3G-Variante der SIM-Slot. Ja, ansonsten links ist nichts und hier noch der Slot für den Stylus. Den können wir uns später auch nochmal anschauen. Auf der Rückseite befindet sich hier noch eine 5-Megapixel-Kamera und der LED-Blitz, sonst nichts. Zur Kamera vielleicht noch zur Information, die nimmt nicht Videos in Full HD auf, sondern in 720p. Grund dafür kann ich jetzt nicht nennen, aber ist trotzdem eigentlich ausreichend die Qualität für eine Kamera eines Tablets. Aber ja, Geschmackssache. Ich denke, die meisten haben dafür eine Digicam oder verwenden ihr Smartphone, das vielleicht schon ohnehin Videos in Full HD aufnehmen kann. Qualität ist trotzdem gut, also hier gibt es eigentlich nicht viel zu beklagen. Auf der Vorderseite haben wir hier die Lautsprecher links und rechts und eine 1,9 Megapixel Kamera sowie hier noch einen Sensor, den man sieht. Ja, die Position der Lautsprecher ist schon mal sehr gut, denn die werden eigentlich nie von den Händen bedeckt und somit gibt es immer eine sehr gute Soundentwicklung oder Klangentwicklung. Ja, als Display
kommt ein 10,1 Zoll PLS-Display zum Einsatz mit integriertem Digitizer, damit man das mit dem Stylus verwenden kann, und eine Auflösung von 1280x800 im Vergleich zum Apple iPad natürlich etwas geringer oder eigentlich stark geringer, denn es hat fast die doppelte Auflösung. Dennoch ist es eigentlich ausreichend. Ich habe das auch mehreren Leuten zum Testen gegeben, die haben gesagt, nee, stört eigentlich nicht. Vor allem, wenn man jetzt länger mit dem Gerät arbeitet, fällt die geringere Auflösung eigentlich nicht auf. Nur wenn man dann ein hochauflösendes Tablet sieht, also ein hochauflösendes Display sieht, wie vom Asus Transformerpad Infinity, fällt es trotzdem auf. Und ja, zugegeben, für den Preis von 6,99 als UVP-Preis hätte ein hochauflösendes Display schon drin sein können. Aber okay. Ja, der Touchscreen reagiert sehr gut, wie ihr hier seht. Die Oberfläche läuft hier sehr flüssig. Ist eine eigene Oberfläche, wie ihr hier sehen könnt, von Android Ice Cream Sandwich. Zum einen mal ist das durch die 2 GB Arbeitsspeicher, die im Gerät integriert sind. Das ist das erste Android-Tablet mit 2 GB. Und zudem verdanken wir das auch dem Exynos Quad-Core-Prozessor, der auch im Samsung Galaxy S3 integriert ist und wirklich massig Power hat. Also hier können wir auch schön Spiele spielen mit guter Grafik, und da gibt es auch keine Probleme. Oder auch vor allem Multitasking nachher mit dem S-Note und dem Browser, was wir euch später zeigen werden. Zuerst noch zum Display. Wie gut reagiert er? Hier öffnen wir am besten den Multitouch-Test. Zum einen einmal mit 10 Fingern überhaupt kein Problem. Ihr seht, er reagiert auch schnell. Und das Interessante ist aber jetzt eigentlich der Stylus, den wir hier jetzt haben. Hier haben wir vorne schon diese Spitze integriert. Ja, ansonsten nichts Außergewöhnliches. Hier noch ein Knopf. Dann können wir hier sehen, er nimmt den Stylus ganz normal an. Und wichtig ist jetzt die Handflächenunterdrückung. Ich lege jetzt meine Hand ab. Ihr könnt das dann auch sehen. Und es entsteht hier kein zweiter Punkt. Auch wenn ich jetzt hier mit den Händen arbeite oder auf dem Display mich bewege, hier entsteht kein zweiter Punkt, und somit habe ich auch das Problem nicht, wenn ich direkt mit dem S-Pen schreibe, Handschrifterkennung, dann erkennt er mir immer nur den Stylus und ich mache kein weiteres Zeichen. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut hier auf dem Galaxy Note 10.1. Hier alle Achtung Samsung. Ja, das zeigen wir euch später dann direkt in der Praxis. Vielleicht noch zum Display. Schauen wir uns ein paar Bilder an, damit ihr seht, wie kräftig das ist. Zuerst noch die Display-Helligkeit hier auf 100%, also wirklich ein schönes, starkes Display. Und wir werden das auch dann bei den Bildern sehen. Hier haben wir die Galerie. Die Bilder laden auch schön schnell. Und wir gehen einfach mal auf unsere Testbilder, die ihr bereits kennt. Hier Pinch to Zoom, wahnsinnig schnell reagiert, sehr, sehr gut. Und die Farben sehen auch sehr gut auf dem Samsung Galaxy Note 10.1 aus. Hier von den Farben sehr schön. Und am besten sehen wir uns dann auch gleich ein Full HD Video an. Hier gehen wir auf unsere Testdateien und hier ein AVI mit Full HD Auflösung. Wird natürlich nicht in Full HD wiedergegeben. Öffnen wir das mit dem originalen Videoplayer. Hier gibt es kein Ruckeln. Auch wenn wir vorspielen, seht hier, braucht es nur kurz, bis es dann weitergeht. Und genial ist auch zum einen im Videoplayer jetzt gleich das Feature Pop-up. Das heißt, das Bild, hier läuft das Video und ich kann im Hintergrund ganz normal arbeiten, den Internet Explorer öffnen bzw. den Browser öffnen. Kann das dann auch verschieben, wohin ich es haben möchte, schreiben oder sonstiges. Ja, das geht einfach weiter. Ich kann dann natürlich hergehen, das wieder in Großbild öffnen
und das wird einfach weitergegeben. Hier haben wir dann auch noch eine Funktion Mehrfachbildschirm. Das findet man in verschiedenen Samsung-Applikationen oder generell in verschiedenen Applikationen. Und wenn ich das betätige, kann ich jetzt nebenbei nochmal eine zweite Applikation auswählen. Allerdings keine x-beliebige, sondern nur eine von diesen fünf gewünschten Applikationen. Das sind zum einen Internet, Polaris Office, S-Note, Galerie oder E-Mail. Also ich kann hier nicht einfach hergehen und sagen, auf der einen Seite möchte ich das Programm Gmail zum Öffnen meines Gmail-Kontos, sondern ich kann wirklich nur eines der Programme auswählen. Ist für viele vielleicht eine kleine Mogelpackung, wenn man eine spezielle Applikation hat, die man benötigt, aber trotzdem noch praktisch, denn für viele wird vor allem der Internetbrowser und das S-Note in Verbindung zusammen sehr interessant sein. Dazu auch mehr im Studenten-Special bzw. kurz später. Können wir zum Beispiel nebenbei mal den Internetbrowser öffnen und ihr seht schon, Seite wird geladen. Ich kann jetzt hier bedienen, das wird hier mit einem blauen Balken bestätigt, was für eine Applikation ich hier bediene. Und wieder auf dem Browser. Also hier ganz nett, ich kann dann die Seiten auch wechseln bzw. hier das Ganze einfach wieder schließen und ich habe hier schon wieder Vollbild. Also sehr praktisch, vor allem dann mit den besagten Applikationen. Ja, von der Performance weiteres, sehr hohe Werte, Benchmark-Werte haben wir erreicht. Möchten wir euch kurz zeigen, nicht vorenthalten. Wir haben unter anderem beim Quadrant-Benchmark über 5300 Punkte erreicht. Dann auch von den Satelliten her ist das gut gegangen. Im Velamo-Benchmark haben wir 2200 Punkte erreicht. Und im AnTuTu-Benchmark waren es dann insgesamt über 12.000 Punkte, was auch sehr beachtlich ist. Und ja, hier generell eine wirklich sehr gute Leistung von dem Exynos Quad-Core-Prozessor, der hier integriert ist und natürlich in Verbindung mit den 2 GB Arbeitsspeichern. Starten wir auch kurz ein Spiel, Dead Trigger, ein bekanntes Zombie-Spiel. Läuft natürlich wie auch erwartet ohne größere Probleme. Ja, sieht hier auch gut aus. Ja, also ihr seht hier von der Performance gibt es, wie erwartet, keine Probleme hier mit dem Gerät. Und auch die Android-Oberfläche läuft hier sehr flüssig. Und wie ihr generell schon sehen könnt, Android Ice Cream Sandwich ist installiert, damit wir dann zum Software-Part von dem Testbericht kommen. Android 4.0.4, die neueste Variante, abgesehen von Android Jelly Bean. Ganze läuft sehr flüssig, wie ihr schon gesehen habt, und sehr viele Veränderungen, hier schon allein von den Farben. Und auch für den Stift gibt es einige zusätzliche Features, zum Beispiel hier diese Schnellstartleiste kann man sich einstellen, wenn man den S-Pen herauszieht, beziehungsweise ich kann gleich eine Applikation öffnen lassen, also eine von den besagten hier, entweder die Schnellzugriffleiste, den S-Note, S-Planner, ein Spiel, Photoshop Touch oder Polaris Office. Ja, hier sehr nett auch, das Ganze sieht vielleicht ein bisschen netter sogar aus, als wie im Standard Android Ice Cream Sandwich. Hier haben wir auch noch die verschiedenen Mini-Apps, die man öffnen kann und die erscheinen dann wie auf dem Windows-Rechner als Fenster oder generell am Computer. Natürlich für den MP3-Player oder sehr interessant auch bei der 3G-Variante die Telefonfunktion, das heißt, ich kann hier wählen, gleich über Freisprecheinrichtung telefonieren oder über Bluetooth-Headset, je nachdem, oder mit dem mitgelieferten Headset.
Weiteres kann ich auch Nachrichten verfassen, den Task Manager öffnen. Ja, je nach Belieben kann auch mehrere gleichzeitig öffnen. Hier ganz nettes Feature. Und sehr schön ist auch die vielen vorinstallierten Programme, unter anderem All Share Play, damit kann man Dateien von seinem Gerät auf dem Fernsehen wiedergeben. ChatOn ist das schon bekannte Chatprogramm, ein eigener Dateibrowser, der sehr gut ist, viele Funktionen bietet. Ich kann hier die Ansichten ändern, neuen Ordner erstellen, je nachdem, was ich brauche und benötige. Weiteres die Galerie, wo wir schon gesehen haben, den Games Hub, wo es leider noch nichts eigentlich gibt. Dann hier noch der Standardbrowser, die Kamera, ähnlich wie beim Samsung Galaxy S3 mit dem Feature, dass man sich hier die Shortcuts ändern oder einstellen kann nach Belieben. Das heißt, ich kann jetzt hier den Weißabgleich reintun, ich nehme die Auflösung rein, passt. Und schon habe ich hier meine beliebigen Shortcuts, wechselt natürlich auch schnell um auf die normale Fotokamera. Ansonsten nicht viel was Besonderes hier. Dann auch noch der MP3-Player, ein eigener, den man natürlich auch schon von alten Samsung Galaxy Tab kennt, also mit der TouchWiz UI. Dann haben wir Music Hub installiert, wo ihr Musik herunterladen könnt. Google Play Books, der im Play Store. Sehr, sehr nützlich hier Polaris Office zum Betrachten von PDFs und zum Erstellen oder Bearbeiten von Word, Excel oder PowerPoint-Präsentationen, also hier auch sehr nett. Und das Programm funktioniert dann auch in Verbindung mit einer anderen Applikation, zum Beispiel S-Note. Das heißt, ich kann die hier nebeneinander laufen lassen oder zum Beispiel kurz das Fenster wechseln. Hier ist ja praktisch, wenn ich ein PDF geöffnet habe, nehmen wir dieses, kann ich mir das schon anschauen, lesen, je nachdem wie ich es brauche. Ihr seht hier von der Performance, das Ganze geht wirklich schnell. Ich kann dann hier schnell mal kurz etwas erstellen. Dann nehmen wir den Stylus heraus und dann kann ich mir hier schon Notizen machen. Problem bei der PDF-Funktion von Polaris Office: ich habe hier nicht so viele Funktionen, die ich mir eigentlich erwarte und die ich eigentlich brauchen könnte, zum Beispiel im Studium. Schon mal dazu vorab, dass ich hier irgendwelche Notizen auf dem machen kann oder das herauskopieren kann. Ich kann hier zwar Anmerkungen machen oder sonstiges, aber ich kann das jetzt nicht hier kopieren. Aber wenn ich mir einfach mal was durchlese, kann ich hier zum Beispiel beim S-Note eine Skizze davon machen. Ja, was auch immer, oder gleich eine Formel abschreiben. Und die wird dann auch sofort erkannt und ich könnte diese dann auch gegebenenfalls gleich lösen lassen oder natürlich gleich weitergehen, eine neue Seite erstellen, je nachdem, was ich brauche. Hier trotzdem schön hier mit der Funktion zwei Programme auf einmal darstellen zu lassen. Besser wäre es gewesen, wenn jedes x-beliebige Programm hier so geöffnet werden kann, aber ich denke, da wird es noch ein paar Probleme geben und darum gibt es einfach das Feature nicht. Aber schon hier mal ganz praktisch. Kann dann natürlich einfach was abschreiben oder hiervon generell einen Screenshot erstellen. Erstellt und hier im S-Planner dann einfach einfügen aus der Zwischenablage. Wie das Foto hier und voila, ich habe das Bild jetzt schon hier drinnen. Kann da natürlich jetzt dann irgendwelche Skizzen noch machen oder Notizen. Und ihr seht auch hier, die Handflächenerkennung funktioniert wirklich gut. Ich berühre hier oder verschiebe hier nichts, sondern immer da, wo ich wirklich was mache, passiert dann was. Ja, hierzu
die Mehrfachbildschirm bzw. das Polaris Office. Möchten wir dann wieder herausgehen und das hier schließen. Weiter geht's mit PS Touch, Photoshop Touch. Ebenfalls vorinstalliert, kostenlos dabei. Kostet normalerweise im Play Store einiges. Hier kann man dann einfach Fotos bearbeiten. Hier gibt es auch eigene Tutorials, wie ihr verschiedene Effekte macht. Farben ersetzen zum Beispiel. Tutorial starten. Ein Vorher-Nachher-Bild. Zauberstab auswählen. Das kann man dann einfach, wie hier steht, befolgen und damit auch den Hintergrund einfach wechseln. Funktioniert hier sehr gut. Ausschneiden, kopieren. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, das lassen wir dann erstmal. Gehen wir wieder zurück. Dann haben wir hier noch den S-Note, das haben wir jetzt kurz bereits gesehen. Den S-Planner. Ein sehr übersichtlicher Kalender hier. Ebenfalls mit ein paar netten Features. Synchronisierung, die Steuerelemente kann man ausblenden. Natürlich einen neuen Kalendereintrag erstellen. Mit vielen Funktionen, Bilder hinzufügen oder sonstiges. Ja, sehr praktisch und übersichtlich. Weiteres hier S-Suggest, eigentlich nur zum Vorschlagen von verschiedenen Programmen, den Samsung App Store. Und hier Smart Remote, das ist hier speziell jetzt für die integrierte Fernbedienung. Hier habe ich zum Beispiel meinen Fernseher integriert und meine Heimkinoanlage. Der Satellitenreceiver konnte leider nicht hinzugefügt werden, ganz einfach, weil hier der Hersteller nicht in der Programmliste war. Es fehlen hier bestimmt vom einen oder anderen die Hersteller. Allerdings, wenn es eine bekannte Marke ist, ist hier wirklich einiges vertreten. Ich kann mal kurz in die Optionen gehen und ein weiteres Gerät hinzufügen. Ich kann die Gerätetype auswählen. Nehmen wir nochmal eine Stereoanlage. Und hier kann ich dann die Marke auswählen. Ihr seht, hier gibt es schon einige Marken, die hier verfügbar sind, die man auswählen kann. Auf jeden Fall ein nettes Feature und auch sehr praktisch, funktioniert auch ganz gut. Ja, ansonsten noch die Telefonfunktion. Kann auch eine Nachricht erstellen. Und das Ganze geht natürlich auch mit der normalen Tastatur, die auch einige Features bringt. Möchten wir am besten gleich machen. Zum einen mal kann ich natürlich so jetzt schreiben. Auch schönes Layout hier oben mit den Zahlen. Und sehr schön ist, etwas von Apple kopiert, sage ich mal. Das Teilenfunktion. Dann habe ich hier noch die Funktion so. Ich kann das wieder zoomen, die große Tastatur machen oder einfach nur mit dem Stylus zu schreiben, das mir mittlerweile am liebsten ist. Denn die Handschrifterkennung funktioniert hier sehr gut. Auch bei sehr unleserlichen Schriften und auch kleineren Schriften. Bis auf das Hallo hat es jetzt eigentlich alles erkannt. Korrigiert auch immer ganz gut. Hier wirklich sehr gut funktionierende Handschrifterkennung. Ja. Dann haben wir noch einen Video-Hub, einen Video-Editor, den Videoplayer, den wir bereits gesehen haben. Und das sind noch von mir installierte Programme. Also hier eigentlich jede Menge vorinstalliert und das Ganze läuft euch echt flüssig. Hier sehr schön auch der Browser. Starten wir kurz taptech.de. Und ihr seht hier, das mit dem Stylus funktioniert hier wirklich genial. Ich arbeite auch sehr, sehr gerne mit dem Stylus hier, mit dem S-Pen. Ganz einfach, da es beim Schreiben sehr komfortabel ist, es geht schnell und ja, einfach ein nettes Feature, das man sonst nicht hat.
Auch hier von der Performance, vom Scrollen her, machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller. Ihr seht hier, gibt es kaum Verzögerungen, Pinch to Zoom, sehr, sehr schnell. Und auch wenn ich jetzt ein Full HD Video lade, machen wir das gleich hier auf taptech.de mit dem Unboxing von dem Gerät. Hier haben wir ein Flash-Video. Das ist jetzt HTML5, das wollen wir nicht. Gehen wir doch auf YouTube. Ihr seht hier, erkennt komplett alles. Wirklich genial. Und hier kann ich dann auch schon auswählen. Von der Bildqualität her wählen wir jetzt Full HD aus. Hallo, hier ist Christoph von taptech.de mit einem Unboxing des Samsung Galaxy Note 10.1. Lange. Ja, läuft hier auch flüssig. Hat es gedauert, bis es jetzt endet. Und hier wirklich sehr gute Performance im Browser, generell auch dann in Verbindung mit dem Mehrfachbildschirm oder einfach anderen Applikationen. Dank den 2 GB Arbeitsspeichern. Zur Akkulaufzeit, bei uns im Test hat es ca. 6 Stunden gehalten mit den voller Displayhelligkeit eingeschaltetem Wireless LAN. Hält ca. 9 Stunden bei 50% Displayhelligkeit, also hier der 7000 mAh integrierte Akku, auch ganz nett. Praktisch ist vor allem hier die Smart Stay Funktion, die natürlich dann auch das Display immer erscheinen lässt, wenn man direkt auf das Display sieht. Das erkennt es durch die vordere Kamera, schluckt aber auch ein bisschen Akku, denke ich mir. Aber hier trotzdem ganz nette Features hier im Samsung Galaxy Note 10.1 integriert. Zu guter Letzt möchten wir dann noch die Kamera starten, beziehungsweise den Music Player wollten wir eigentlich starten. Hier haben wir es und für die Soundqualität hier wirklich ganz gut ist. Sehr klarer Sound. Ja, das war's dann auch hier von der Soundqualität. Mehr zu dem Feature vom S-Note bzw. dann auch mit dem Mehrfachbildschirm und Bearbeiten von PDFs findet ihr in unserem Studenten-Special. Das war's jetzt mal hiervon. Also wirklich ein sehr zu empfehlendes Gerät. Ich denke mir auch, es werden sich einige holen, sofern der Preis mal ein bisschen weiter gefallen ist. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen und ich denke, ihr werdet auch sehr viel Freude damit haben. Das war's mal mit dem Test. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.